Bereits im Teil 1 hatten wir den Amplifikationsmechanismus erwähnt. Mit diesem wollen wir uns nun etwas näher beschäftigen. Wie erwähnt, wird bei der Spaltung von C3 unter anderem C3b gebildet. Dieses assoziiert sich mit Faktor b zu C3bb. Und unter dem Einfluss von Faktor D kann BA abgespalten werden und die alternative C3-Konvertase C3BBB gebildet werden. Diese wiederum kann relativ bald zerfallen in BB und C3B oder aber sie spaltet weiteres C3 unter Bildung von neuem C3b. Damit dieser Regelkreis nicht außer Kontrolle gerät, bedarf es einer Regulation. Dazu wird C3b mit Faktor H assoziiert. Unter dem Einfluss von Faktor I wird C3f abgespalten und IC3BH verbleibt. Aus diesem Komplex kann nun Faktor H wieder freigesetzt und IC3B dem Abbau preisgegeben werden. Dabei kommt es zur Spaltung in die Fragmente C3C und C3DG. Daran beteiligt sind der Komplementrezeptor 1 und erneut Faktor I. Komplement wird auf weiteren Ebenen reguliert. Angriffspunkte für solche Regulation ist etwa die Aktivierung der klassischen C3-Konvertase C4B2A durch den C1-Inhibitor. Die Funktion von C4B und Properdin wird reguliert durch CD55, den Komplementrezeptor 1, Faktor H und das C4-bindende Protein. Die C3-Amplifikation wird reguliert durch Faktor I, CD46, Komplementrezeptor 1, Faktor H oder C4-bindendes Protein und der Membranattacke-Komplex wird reguliert durch Vitronektin oder CD59. Zwei Beispiele sollen solche Mechanismen erläutern. Hier der C1-Inhibitor. Wir sehen unten links die Aktivierung des klassischen Weges, unten rechts die Aktivierung des Lektinweges, die beide dazu führen, dass aus C4 und C2 die klassische C3-Konvertase gebildet wird. Oben sehen wir einen weiteren Vorgang, dass aus einem hochmolekularen Kininogen Bradykinin, eine wichtige vasoaktive Substanz, gebildet wird. All diese Vorgänge werden durch den C1-Inhibitor gebremst. Ein weiterer Regulationsvorgang findet an der Oberfläche von Zellen statt. Hier die von CD46 auch bezeichnet als Membrane Cofactor Protein, MCBP. C3b bindet an CD46. Es tritt Faktor I hinzu und ist in der Lage, aus C3b, IC3b und C3f zu bilden. C3f wird dann freigesetzt. Und somit ist C3b inaktiviert. Ähnlich verhält es sich mit C4b. Auch C4b kann
an CD46 gebunden werden und unter dem Einfluss von Faktor I kommt es dann zum Komplex mit C4b. C4b wird gespalten in C4c und C4d, was biologisch nicht mehr aktiv ist. Fassen wir zusammen. Komplement besteht aus ca. 30 Komponenten, das sind lösliche oder aber auch membrangebundene Proteine. Es ist Bestandteil der natürlichen Immunität, hat aber Verbindungen zur adaptiven Immunität.